Ich räume nur ein bisschen auf und mache noch ein paar Sachen rein, eine Tasche und ein bisschen was Praktisches. Aber der Patschi, er muss das alles gut überprüfen. Am besten vor die Tür legen. Da muss man dann einsteigen und dann merkt er das sofort, wenn es losgeht. Patschi lässt einen Wohnwagen und die Tür vor allen Dingen nicht mehr aus den Augen. Jetzt legt er sich, dass er bloß ja mitkriegt, wenn es startet, unser Tour. Gabub. Du kommst doch mit. Ja. Es geht dann los. Es kann los. Runter. Auf, auf, auf. Sag ich doch. So, und jetzt kann's Gepäck drauf. Jetzt fällt nichts mehr um. Ja. Gut, fertig. Danke. Du kommst doch mit. Ja, aber dein Asti lassen wir da. Das lassen wir da. Das kommt nicht mehr. Nee, das bleibt da. Das ist nicht so wichtig. Jetzt kommst du noch mal mit rein. Wir müssen noch duschen und spazieren gehen im Hof. Gut. So schnell habe ich gar nicht schauen können. Ist ein Neukopst, aber wir gehen noch spazieren vorher ein bisschen. Ja, und dein Fenster muss noch auf. Patschi, wir warten jetzt noch auf den Rainer, der kommt dann auch bald. Dann geht's los. Ja. Hi, da bist du ja. Rainer. Gerade, ich wollte, wenn du kommst, wollte ich filmen. Grüß dich. Grüß dich. Und dann habe ich aber gerade ein Foto auf dem Tisch liegen gehabt, weil ich in Patschis unter Patschis Decke noch eine Menge Ameisen gesehen habe. Und die mussten raus. Dann sind wir startklar.
Jetzt musste ich zumachen, weil der Regen, der kommt da rein. Es regnet heftig, aber ich glaube, wir werden vom Gewitter verschont. Dann können wir gut laden. Ganz schön heftig, der Regen. Können wir draußen reden. Ladestation vom Rathaus und direkt das WC 40 Meter weiter. Da hinten der Edeka, da gehen wir jetzt dann Semmeln holen. Und da stehen wir und der Rainer ist schon ganz fertig. Da oben die Störche. Haben so schön geklappert, aber ich habe natürlich das Handy nicht dabei gehabt. Gerade waren es noch zwei Brandgänse. Brandgänse. Da ist die zweite. Und da ist unser schöner Frühstücksplatz. Und gerade kommt die Sonne noch raus. Da ist zwar der Flughafen da dahinter, aber da kommt ja kein Flugzeug. Oder kaum. So geht der schöne Weg weiter neben dem Flugplatz. Da kamen aber jetzt zwei Düsenjäger. Ich habe geglaubt, jetzt reizt die frisch gewaschenen Ohren. Der Patschi hat sich geduckt, der hat da irgendwas gehört, was ihn erschreckt hat, oder er hat die Schwingungen gespürt. Das ist brutal. Ich weiß nicht, wie viel Dezibel, 150 oder was hat denn so ein Düsenjäger? Da turnt ein Eichel her. Und für den Patschi ist da auch eine tolle Bademöglichkeit unter dem Eichelherbaum. Ja, in der Donau sind wir jetzt. Es ist 4, glaube ich. Es ist 4:10. Und die Gänsesäger wieder. Das Gänsesägermädchen. Und der Bub ist irgendwo hin verschwunden. Das glaube ich, sind die Reiherenten. Badum, 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 badum. Zwei kleine Wölfe gehen des Ganzen Glück. Man hört den einen zu dem anderen. Warum gehen wir denn immer nur des Nachts herum? Man dreht sich an den Wurzeln, ja, die Pfoten schwamm. Wenn's nur schon heller wäre, pfeifen. Wenn nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet wäre, badum, 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 badum,
badum, badum, badum, badum, badum, badum.